Fehlen wir Malz. Von wegen ruhige Kugel. Wir haben das ein paar Sträflinge geschafft. Sieht aus, als wäre hier ein explodierender Bulldozer durch. Och. Ich muss weiter. Fies braucht die Antibiotika. Ich hab was gehört. Okay, weiter jetzt. Kann ich das tun? Über die Mauer komme ich wohl. Das sind Medikamente in diesem Zelt. Das wäre ja perfekt. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? Jus. Ist wie keine Antibiotik. Ich muss weiter suchen. Wir sind beide so. Gut, dass sie zu uns gehören. Ihr beiden, kommt rüber! Schon gut. Ich hab was gehört. Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Route und Zeitplan eurer Versorgungswahl. Da drüben sind mehr Vorräte. Ich muss an denen vorbei. Diese Info. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Hilfe! Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass es zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. So, klingt nach großem Drama. Solange wir alles behalten dürfen, was wir finden, ist das egal. Kann man von der anderen Seite auch kommen? Das Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Komm schon. Noch ein Vorräte. Daumen drücken. Was ist hier? Na, Trauma-Kids. Keine Antibiotika. Wo sind die denn bloß? Wollen die da etwa die Vorräte auf? Scharfschütze. Oh Mann. Wir sollten uns lieber nicht bescheißen. Hey, bleib cool. Oh, schnell. Alter. Und jetzt werden wir gegrabt. Pass auf. Vorräte. Komm schon, sei richtig. Amoxicillin. Perfekt. Oh, ein echt großer Mann. Da ist der explodierende Bulldozer. Route und Zeitpläne. Sofort! Ja, сказал! Gentlemen, Entschuldigung. Mein Partner ist unelegant. Die hohe Kunst der Überredung ist ihm fremd. Stopp! Das wollte ich nicht sehen. Los, hau ab da! Was war das? Schau nach. Oh nein, habe ich jetzt einen Bulldozer? Oh Gott, nein. Sag nicht, dass ich steuere. Hat mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Da bist du! Ich dachte, ich musste vorhin abhauen. Hat mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Wer ist da? Komm, zeig mir! Hab keine Zeit für sowas. Der Tunnel. Vielleicht kann ich drunter. Homer, hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß. Hast du gerade Spaß mit den Lampen? Wie sich das angehört hat. Oh, hi! War so klar, dass der da war. Ich war mir nicht sicher, ob ich warten soll oder. Hat mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Hast du gerade Spaß mit der Lampe? Wer ist da? Komm, zeig mir! Hab keine Zeit für sowas! Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß mit dir! Komm raus! Ganz normal bin ich mit dir! Kann ich den irgendwie ablenken oder so? Oder wo bist du? Wo ich lang?
mich hier irgendwo. Ich sehe dich. Ich weiß nicht wohin, das ist mein Problem. Hat mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Wer ist da? Komm, zeig dir. Hab keine Zeit für sowas. Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß mit dir. Komm raus. Dann zermal mich dich nicht. Das ist nicht das. Ich und mein Orientierungssinn, das wird doch nix. Geh mal weiter. Riesenbaby. Der geht echt weiter, wenn ich... Ah, das habe ich nicht gesehen. Alter! Bist du bescheuert? Das hätte mich treffen können. Spiel keine Spielchen. Nerv mich bloß nicht. Das nicht. Alter. Der steht über den Kissen. Der könnte mich normalerweise sehen. Bleibst du da stehen? Okay. Los. Okay. Kommt jetzt wieder sowas geflogen, so ein Rhino? Oh, zu knapp. Das ist raus. Ich mach alles zum Ausgang. Spielchen! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss hier raus. Verstecken! Vielleicht wäre ich doch nicht sicher. Wenn ich dich finde, setzt es was! Der kommt hier. Ja. Mein Ausgang. Er sieht mich gleich, ich muss hier weg. Er könnte mir die Öffnung freimachen. Komm, raus! Ah! Wo bist du? Langsam satt. Hörst du das nicht? Spielen. Ich hasse Fangenspielen. Alter, ein russisches Rhinoceros.
Ich muss wissen, dass ich dir... Weg von hier! Gib uns deine Brieftasche! Hilfe! Hey, lassen die ihn! Wo, Miles? Großer Fehler, Kleiner. Wir dürfen Leute nicht so rumschubsen. Wie denn? So etwa? Erinnere dich an das, was Peter oder Spider gesagt hat. Kämpfen wir jetzt mit ihm? Was sagt er denn da? Gleich sagt er nichts mehr. Oh. Na, einmal probieren? Alles gut, Kleiner. Yo, wenn's gegen Spidey kämpfen, kämpfen sie alle bis zum Umfallen, ne? Da haut der Miles einen nur mal nieder, haut der andere ab. Bitte was? Miles, hab versucht, dich zu erreichen. Alles okay? Hey, also, flipp nicht aus, aber ich muss dir dringend was erzählen. Alter, dieser Miles. Alter, diese Mission. Alter, das Spiel gefällt mir mehr und mehr. Also das Spiel hätte ich sogar 60 sehr gute Euro Arbeit, ausgegeben, eigentlich, wenn ich das Geld gehabt hätte. Wenn die Sträflinge verzweifelt sind, greifen sie vielleicht das Asyl an. Ja, genau mein Gedanke. Wenn hier noch was passiert, melde ich mich. Super. Danke, Miles. Yuri, ich weiß jetzt, dass Rhino Oscorps Hilfszentren angreift. Ich glaube, ich weiß, welches das nächste ist. Es wurden ein Erdbeben und oder Verwüstungen im Harlem Center gemeldet. Klingt nach unserem Mann. Ich mach mich auf den Weg. Wie kommst du zurecht? Müde, aber ich halte durch. Wir stehen das durch. Nicht aufgeben. Ja, genau. Oh Gott! Kriegen sie aufs Maul? Sie sind ja. Das wollen Gangster sein, ne? Also ich glaube, die Gangster, die mich immer angreifen, hey, MJ, sind schon die härtere Sorte. Ja, ich gehe gerade aus Kopfs Akten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als wir mit Harry in Staten Island waren? Wegen der besten Pizza der Stadt? Ja. 10 Stunden unterwegs für schwarzen Toast mit kaltem Käse. Wie könnte ich das vergessen? Diese alten Oscorp-Akten haben mich irgendwie an die Fahrt denken lassen. Harry war so aufgeregt wegen der Fähre. Ich musste daran denken, wie viel einfacher damals alles war. Keine Jobs, keine Superschurken. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwinden. Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur Pause machen. Ja, es ist hart, erwachsen zu sein. Aber unsere Arbeit sorgt dafür, dass andere Kids auch Abenteuer auf Staten Island erleben können. In Sicherheit. Kreislauf des Lebens. Kreislauf schlechter Pizza. Ja, du hast recht. So sollte man das wohl sehen. Danke, Pete. Hilfe! Sorry, Spider-Man hat zu tun. Dächer voller Gegner. Oh Gott. Thank you.
Theoretisch hätte ich auch Schnellreisen nutzen können, aber ich finde das Schwingen einfach ziemlich gut. Macht Spaß. Such dir jemanden in deiner Größe, Rhino! Gibt keinen in meiner Größe, Bauk! Oder lass uns doch einfach darüber reden. Was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Bitte zum Zweck, Bauk! Alles ist nur Bitte zum Zweck! Oh! Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Freiheit! Wahre Freiheit! Kein Anzug! Klein Rhino! Oh, ich mag den Anzug! So individuell! Sei dankbar, Paul! Ohne Anzug mache ich dir weniger Ärger! Aber unsere anregenden Plaudereien im Kampf. Du bist lustig, Malik. Tut mir fast leid, dein Gesichtchen einzuschlagen. Aber nur fast. Wie kriegt's ihn denn dahin? Nein! Achtung, Rhino! Wilderer! Du bist nicht lustig! Nein, ich bin noch nicht so weit! Hey Rhino, ich bin's, der Kapitalismus. Heiz mir ein. Red nur weiter. Okay Rhino, beenden wir das. Das genau. Passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, Gargan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Weg da, Gargan! Dumme Ochse! Die arbeiten gar nicht gut zusammen, das ist so gut. Aber ich kümmere mich erstmal um den weniger schweren Gegner. Gargan, was machst du denn? Gaga. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm, Sechs. Gargan, bitte, du machst dich lächerlich. Erbärmlich, Gargan. Ich zerquetsche das Insekt selbst. Ach, den habe ich schon erledigt. Dann frisst es. Wir könnten einfach aufhören. Ich werde es auch keinem sagen. Und deinen Schädel heil lassen? Wo bleibt da der Spaß? Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du, du Freakshow!
Wie dumm! Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt. Yay, stechen und brechen. Gut, Yuri, damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp zieht sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopol und wittern jetzt wohl das große Geschäft. So ist er eben, unser geliebter Bürgermeister. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin. Ich glaube...